Gibt es eine neue Herausforderung? In welcher Beziehung steht die Philosophie zu den Wissenschaften? Nun, das sind verschiedene Fragen. Also ich will mal lieber anfangen mit der Frage Philosophie und Wissenschaften, die mich immer sehr beschäftigt hat. Und zwar ist es ja so, ich komme ja von der Historie und den Geisteswissenschaften her. Und das Thema ist, gibt es eine einheitliche Einheitswissenschaft, gibt es Einheitsmethodologie für Natur- und Geisteswissenschaften? Das ist für mich immer eine außerordentlich wichtige Frage. Und ich war immer zutiefst überzeugt, dass Dilthey recht hat, dass es nicht die eine Methode geben kann, sondern dass die Frage, wenn ich kausal erklären will, aus kausalen Gesetzen, warum fällt der Tropfen vom Dach, dass das eine andere Frage ist, als wenn ich zum Beispiel in der Wissenschaftsgeschichte frage, warum, nämlich aus welchem guten oder schlechten Grund hat er die Idee vom absoluten Raum eingeführt, Newton in seinem Werk. Das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine Frage, da will ich aus gut oder schlechten Gründen verstehen. Und das ist nicht dieselbe Frage, wie wenn ich erklären will, aus Ursachen und Gesetzen oder wenigstens Regularitäten. Es gibt natürlich Zonen, wo sich das überschneidet. Es gibt Sozialwissenschaften, die wollen nicht gute Gründe erforschen, sondern die wollen quasi kausale Erklärungen, obwohl es in der sozialen Welt keine wirklichen Gesetze gibt, sondern nur Regularitäten, aber sie wollen das so erforschen, wie wenn es um Gesetze und Ursachen geht. Ich will mal ein Beispiel geben, ein blödes Beispiel, aber es ist ganz instruktiv, nicht? Also es hat mal eine Zeit gegeben, da hieß es ja, die Studentinnen rauchen jetzt mehr als die Studenten. Ja, also vor 10 Jahren, wo das war. Jetzt die Frage, warum? Ja, wen interessiert das? Und was ist das für eine Frage? Ja? Mhm. Nun, man könnte fragen, Pädagogen und ethisch interessierte Menschen, manche aus welchen guten oder schlechten Gründen rauchen die jetzt auf einmal mehr als die Studenten? Und da könnte es alle möglichen Antworten geben. Ne? Prestige, Emanzipation müssen wir auch und so, nicht so in der Art. Da könnte man, die sind aber gleich mit Bewertung verbunden, diese Frage dann, nicht? Jetzt nehmen Sie aber mal, und ich habe das so erlebt bei Zeitschriften, die ganz anderen Richtungen orientiert waren, nämlich eigentlich in dem Dienste von Konsumentenforschung der Wirtschaft standen und so weiter. Da hat man Folgendes, die wollten auch die Gründe wissen, ja, aber die Gründe hatten wirklich, wie die Positivisten gesagt hatten, nur eine heuristische Bedeutung. Dieses Verstehen der Gründe war nur im Vorfeld. Dann hat man das in ein Schema eingesetzt, wo oben steht, ein Schema, ich sage es jetzt mal einfach, wo die Gründe zu Ursachen werden, nämlich dann interessiert nicht mehr, ob das gute oder schlechte Gründe sind, sondern es interessiert jetzt, ob man die in das Schema einsetzen kann, wo die Gründe als Ursachen mit Regularitäten zusammen verwendet werden können, sodass Prognosen herauskommen. Ja? Für die Tabakindustrie oder was weiß ich. Da auf einmal ändert sich das Erkenntnisinteresse. Das Erkenntnisinteresse ist ja sehr wichtig für Habermas und mich geworden, dieser Begriff. Hat es von vornherein von der Erkenntnisanthropologie sehr interessiert, der Begriff, dass man zurückgehen muss auf Fragen in der Wissenschaft und dass man die maßgebenden Erkenntnisinteressen ausgraben muss. Nicht? Und hier, um bei dem Beispiel zu bleiben, die können eben ganz verschieden sein. Die Pädagogen und Ethiker interessieren sich für was anderes, wenn sie nach den Gründen fragen, guten oder schlechten Gründen und so überall. In der Wissenschaftstheorie war Mark Newton den absoluten Raum eingeführt, war das ein guter Grund? Nicht? Kommen nochmal darauf zurück. Oder anders, wenn ich interessiert bin, gar nicht am guten oder schlechten Gründen, sondern die Gründe als Ursachen verwenden will. Das geht bis zu einem gewissen Grad, obwohl es keine richtigen Gesetze gibt im Bereich des Sozialen. Aber es gibt Regularitäten und da kann ich zu Prognosen kommen. Und die Prognosen können wichtig sein für ein quasi technisches Erkenntnisinteresse. Auch in Naturwissenschaften, auch in Sozialwissenschaften. Das ist aber nicht Hermeneutik dann. Das ist nicht das, was Dilthey interessiert und Schleiermacher und unsere Tradition der Hermeneutik, nicht? Die ja von der Theologie oder der Jurisprudenz her kam. Da ging es immer um Werten und Verstehen von Gründen. Ja, das war eine wichtige Frage.